Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von Raiffeisen. Wenn es ums Wohnen und Sanieren geht, ist nur eine Bank meine Bank. Erstes Heimspiel des WBC Raiffeisen Wels in der Hauptrunde der österreichischen Basketball-Bundesliga. Nach dem Jahrhundertspiel in Kapfenberg, das erst in der vierten Verlängerung verloren wurde, und dem klaren Sieg in Güssing, kommt es in der Raiffeisen Arena zum oberösterreichischen Gigantenduell. WBC gegen die Swans aus Gmunden. Der bisherige Verlauf der Meisterschaft hat schon gezeigt, dass heute die zwei besten Mannschaften der Liga gegeneinander treffen. Und wenn es ein Lokalderby ist, ist es umso schöner. Die Stimmung ist hervorragend und der Bessere, so hoffen wir, wird heute gewinnen. Und ich bin überzeugt davon, dass das Wels sein wird. Und es ist von Beginn an ein sehr heißer Tanz auf dem Parkett. Einsatz pur ist angesagt. Mit leichten Vorteilen für die Miller 5. Vor allen Dingen sind es die Dreier von Farok Manesh oder von dem in der Anfangsphase überragenden Todd Brown, die für die Führung des WBC sorgen. Aber Gmunden bleibt dran. Schöne Spielzüge und Einzelaktionen wie hier von Dan Opland halten die Schwäne im Spiel. Nach den ersten 10 Minuten führt der WBC mit 26-22. Dann die stärkste Phase der Messestädter. Dreier in Serie und sicher verwandelte Freiwürfe lassen die Welser auf 40-24 davonziehen. Von der einen auf die andere Minute ist aber plötzlich die Luft draußen. Gmunden verkürzt den 16-Punkte-Abstand wieder. Bis zur Pause hat die Fischer 5 den Abstand mehr als halbiert. 47-41 nach den ersten 20 Minuten. Richtig spannend für die über 1000 Fans in der Raiffeisen Arena das dritte Viertel. Todd Brown punktet für den WBC aus dem Spiel. Und versenkt auch die Freiwürfe. 25 Scorerpunkte stehen mittlerweile auf seinem Konto. Aber Gmunden lässt nicht locker, führt zwischendurch sogar mit 52-51. Vor den letzten 10 Minuten ist aber dann wieder der WBC vorne, 70-65. Im vierten Viertel heißt es dann für die Raiffeisen-Jungs, rien ne va plus, nichts geht mehr. In den ersten 6 Minuten schaffen sie gerade mal 4 Punkte. Das ist die Zeit des Basketballzwergs auf Seiten der Gäste. Jared Curry, der 1,70 Meter Mann, erlegt die Welser fast im Alleingang. Also er versteht das Spiel ausgezeichnet und ich habe noch nicht überprüft, wie viele Assists er heute hatte, aber er hat sehr, sehr viele Spieler heute besser gemacht und das, ja, das ist das Schöne am Basketball, dass man so viele Sachen für die Mannschaft auch machen kann, ohne wirklich zu scoren. Curry trickst, die WBC 5 nur mehr staunende mit den Kräften am Ende Zuseher. Die Schlusssirene erlöst die Heimischen von ihren Qualen. Swans Gmunden siegt in einem Spiel der zwei Gesichter gegen WBC Raiffeisen Wels mit 92-83. Wir sind müde geworden am Ende, ganz einfach würde ich sagen. Ja, die Woche war sehr lang für uns. Nichtsdestotrotz muss den Gmunden gratulieren, sie haben das Spiel gewonnen und am Ende haben sie sehr gut exekutiert. Sie haben die Uhr gut runterlaufen lassen. Sie haben die freien Leute getroffen, die Würfe, die Würfe getroffen, ja, verdient gewonnen im Endeffekt. Wir wussten, dass WBC einen sehr guten Basketball spielen kann und auch spielt. Sie haben sensationell in der ersten Halbzeit gespielt, haben 7 von 8 Dreiern getroffen und das hat uns ein bisschen runtergezogen. Wir waren 16 Punkte hinten, aber wir haben mit der Mannschaft schon vor dem Spiel darüber gesprochen, dass ein Spiel 40 Minuten dauert und eine Mannschaft wirft nicht kontinuierlich das ganze Spiel über. Passiert ist eigentlich nichts. Der WBC so und so in den Playoffs. Und dort geht's dann erst um alles oder nichts. Weiter geht es in Wels am 9. März. Zu Gast sind die Oberwart Gunners.